geschafft, Herr Puntina. Höchste Zeit, dass du ausgewichen bist. Stell dich dem Puntina nicht in den Weg. Wer bist du? Wer bist du? Guten Morgen, gnädige Frau. Ich habe ein kleines Anliegen an die gnädige Frau. Ich müsste dein ganzes Misthütchen umschmeißen, wenn du mir nicht die Apotheke zeigst, denn ich muss gesetzlichen Alkohol haben. Weiter unten. Aber höre ich recht, der gnädige Herr braucht Alkohol. Ich habe Alkohol, schön in Staaten. Ich mach ihn selber. Heb ihn weg, Weib. Ich trinke nur gesetzlichen. Einen anderen brächte ich gar nie die Gurgel hinunter. Gnädiger Herr, der Schlag soll Sie treffen. Von Ihrem gesetzlichen. Schnaps für 90 Kühe, du Gutes, du Ruhmes. Ich meine, Sie brauchen, dass ich den Polizisten ruf. Kindchen. Kindchen. Ich bin der Gutsbesitzer Pum, die lausen Lamm und hab 90 Kühe. Und alle 90 haben den Scharlach. Sie haben rote Flecken und zwei haben sogar schon schwarze. Wenn Sie so ein mächtiger Mann sind, da hab ich freilich die Pflicht, dass ich Erleichterung schaff. Musik, du Schönste der Welt. Jetzt hab ich den Schnaps und hab kein Mädchen. Und du hast keinen Schnaps und hast keinen Mann. Schöne Apothekerin, ich möchte mich mit dir verloben. Dass du mir von dir erzählst, was du für ein Leben, was du für ein Leben hast. Ich? Ich hab so ein Leben. Studiert hab ich 4 Jahre und jetzt zahlt mir der Apotheker weniger als der Köchin. Die Apothekerin ist eifersüchtig, weil der Apotheker mich belästigt. Gott, 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 tipp, tipp, tipp. Jede zweite Nacht wach ich,
Mit den Medikamenten verbrenne ich mir immer das Kleid. Dabei ist die Wäsche so teuer. Einen Freund habe ich nicht. Der Polizeimeister und der Direktor vom Konsumverein sind alle verheiratet. Ich glaube, ich habe ein trauriges Leben. Siehst du? Also, halt dich an den Pult, Dilla. Halt, Täubchen, dich muss ich haben. Wohin deswegs? Melken! Willst du nicht einen Mann haben? Täubchen, was hast du schon für ein Leben? Sag mir's, was du für ein Leben hast. Ich interessiere mich für dich. Ich? Ich hab so ein Leben. Um 3:30 muss ich aufstehen, den Kuhstall ausmisten und die Kühe bürsten. Kott, tipp. Dann kommt das Melken und dann wasche ich die Milcheimer. Dann trinke ich den Kaffee, aber der stinkt, der ist billig. Dann esse ich mein Butterbrot und schlaf ein bisschen. Kott, tipp, du mein Täubchen. Dann kommt wieder das Mistkehren, Kuh bürsten, das Melken und das Milchkehren. Kott, tipp. Ich muss 120 Liter herausmelken. Kott, tipp. Auf die Nacht esse ich Brot und Milch. Davon krieg ich 2 Liter im Tag. Aber das andere, was ich mir koch, kauf ich auf dem Gut. Abends geh ich manchmal zum Tanzen. Und wenn es schlimm wird, krieg ich ein Kind. Kott, tipp. Ich hab 2 Kleider und ich hab auch ein Fahrrad. Siehst du? Und ich habe einen Hof und die Dampfmühle. Und das Sägewerk hab ich und gar keine Frau. Wie ist es mit dir, Täubchen? Da, nimm einen Schluck aus der Flasche. Und alles ist in Ordnung und gesetzlich. Komm nach Puntina am Sonntag. Abgemacht. Abgemacht. Weiter. Immer die Dorfstraße hinunter, immer hinunter. Ich bin gespannt, wer alles schon auf ist. Da sind sie unwiderstehlich. Wenn sie so aus den Federn kriechen. Da sind die Augen noch blank und sündig und die Welt ist noch jung. Guten Morgen, du Wache. Du bist ja die allwissende Frau, die alles durchs Telefon weiß. Guten Morgen, du. Guten Morgen, Herr Puntilla. Sie sind's doch, nachdem ich die halbe Nacht herumtelefoniert hab. Ihr Fräulein Tochter ist wütend. Sie sagt, jetzt hat Vater Herrn Bibelio schon 2-mal versetzt. Es ist eine Frage, ob er Bibelius in Wald überhaupt noch will. Heute auf dem Gesindemarkt ist die letzte Gelegenheit. Sag ihm. Die halbe Nacht warst du auf und ganz allein. Bei dich im Wagen, Matti. Ich gehe auf freies Füßen und möchte wissen, was du für ein Leben hast. Ich hab so ein Leben. Ich krieg 50 Mark, aber dafür darf ich nicht aus der Zentrale heraus seit 30 Jahren. Kott, tipp. Hinterm Haus hab ich ein Stück Kartoffelland, den Strömling kauf ich dazu. Tipp. Aber der Kaffee wird immer teurer. Was es im Dorf gibt und auch außerhalb, verheiß ich alles. Sie würden sich wundern, was ich weiß. Ich bin nicht geheiratet worden, deswegen. Kott, tipp. Ich bin die Sekretärin im Arbeiterclub. Mein Vater ist Schuster gewesen. Kott, tipp. Telefonstecken, Kartoffelkuchen und alles wissen. Das ist mein Leben. Da ist es Zeit, dass du ein anderes kriegst. Und schnell muss es gehen.
gleich schick ein Telegramm ins Hauptamt, dass du den Puntilla aus Lamy heiratest. Hier ist der Schnaps, alles gesetzlich. Und am Sonntag kommst du nach Puntilla. Ich werde da sein. Ich weiß schon, dass sie für ihre Tochter eine Verlobung machen. Und sie haben wohl gehört, dass ich mich allgemein verlobe, gnädige Frau. Und ich hoffe, sie werde nicht fehlen. Als wir eingekocht die Pflaumen, macht er gnädig manchen Spaß. Und er steckte seine Daumen, lächelt ihm so manches Glas. Kott, 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 tipp, tipp, tipp. Und ich fahr weiter und um den Teich und durch die Tannen und komm zur rechten Zeit, zur rechten Zeit, zur rechten Zeit auf dem Gesindemarkt. Ha ha ha!